Hallo und herzlich willkommen auf meinem neuen Kanal. Mein Name ist Domion und ich möchte euch hier ein neues Let's Play vorstellen. Den World Ship Simulator ist heute auf Steam in einer Early Access Version erschienen und dort für 11 Euro und ein paar Cent zum Herunterladen. Der World Ship Simulator ist vom gleichen Entwicklerteam wie der European Ship Simulator, den vielleicht einige von euch kennen. Allerdings wurde dieser von dem Publisher viel zu früh veröffentlicht, was das Entwicklerteam nie wollte, in einer viel zu frühen Phase, und das Entwicklerziel wurde komplett verpasst, sodass sie sich jetzt einen neuen Publisher gesucht haben, nämlich den Excalibur, und haben so World Ship Simulator quasi nochmal neu entwickelt. Es soll eine offene Weltkarte enthalten, ohne irgendwelche Ladebildschirme zwischen den Häfen, die zum Beispiel beim European Ship Simulator ja immer wieder zu sehen waren und teilweise doch sehr nervig. Es soll einen Karrieremodus enthalten. Man soll mit seinem Schiff Geld verdienen können. Es soll eine Schiffscrew geben, ob man die anheuern kann, und sonstiges ist noch unbekannt. Tag-Nacht-Effekte. Man kann den Zeitverlauf beschleunigen. Es gibt ein Schadenssystem mit sichtbaren Schäden, und ja, es sollen jetzt noch weitere Boote dazukommen. Wie gesagt, hier eine Early Access Version ist also noch nicht das fertige Produkt, was dann irgendwann mal auf dem Markt erscheinen wird, sondern es ist wirklich noch in der Entwicklungsphase. Ich habe kurz reingeschaut und habe mir ein Profil angelegt, habe meine Grafikeinstellung eingestellt. Und wir werden jetzt hier einfach dann auch losstarten. Profil anlegen sollte bekannt sein, wie von vielen anderen Spielen ja auch. Man sucht sich einen Namen und eben eine der Grafiken hier aus. Viel mehr ist es dann auch nicht. Und dann sehen wir hier, wie viele Missionen wir abgeschlossen haben, wie viel Geld wir haben und also welches Ranking wir haben. Wir können hier schon ein bisschen an diesem Startbildschirm sehen. Die Grafik ist etwas gewöhnungsbedürftig, wird hoffentlich noch nachgebessert. Es wirkt alles sehr, sehr grisselig. Ja, also wir sehen hier so ein bisschen, ja, sieht aus wie bei einem uralten Film. Hoffen wir, dass das in Zukunft noch besser wird. Im Spiel sieht es genauso aus. Ja, aber es stört mich zumindest erstmal jetzt nicht so doll. So. Achso, das Spiel ist komplett auf Englisch noch. Es gibt nur Sprachauswahl Englisch oder Portugiesisch in der Steam-Version. Ich habe dann hier natürlich für Englisch entschieden und werde euch versuchen, das Wichtigste einfach immer zu übersetzen. So, sind wir im Hauptmenü und starten einfach direkt das neue Game. Sehen hier auch auf dem Ladebildschirm, ist es etwas grisselig, wie auch schon bei diesem Startbildschirm zu sehen. Aber nicht mehr ganz so schlimm. Ich denke, das ist einfach noch in Arbeit, und hoffe, dass das in der fertigen Version dann behoben ist. So, und da sind wir auch schon. Und wir werden hier gleich zu Beginn des Spiels gefragt, ob wir das Tutorial starten wollen. Ja, wir müssen es starten, und das ist ja auch der Name des Videos. Aber wenn ich jetzt hier auf Nein klicken würde, würde das Spiel komplett abstürzen. Also es gibt nur eine Option, nämlich das Tutorial durchzuspielen. Als erstes ist hier die Anweisung zur Kamerabewegung. Mit rechter Maustaste kann ich, wie in so vielen anderen Spielen auch, meine Kamera drehen. Ich kann reinzoomen und herauszoomen. Wir gucken uns einfach mal hier dieses kleine Boot an. Sieht aus wie ein kleines Lotsenboot oder ähnliches. Es sind auch schon zwei Leute drauf. Lustigerweise steht einer vorne und einer hinten, aber am Steuer sitzt keiner, wo ich dann Platz nehmen werde, was wir aber so auch nicht sehen werden. Ja, ansonsten, naja, es ist jetzt keine atemberaubende, kein atemberaubendes Modell oder sonst irgendwas. Es ist eben ein einfaches Boot, was einem Simulator jetzt im weitesten Sinne entspricht.
Was ich aber besonders schön finde, was man von anderen Schiffssimulatorspielen nicht kennt, ist, dass man auch unterhalb der Wasseroberfläche was sieht. Also das Modell scheint wirklich ausmodelliert zu sein und wir können hier unten die Schiffsschraube, Bootsschraube sehen. Und wir werden dann auch gleich sehen, wenn ich jetzt dann Gas gebe, ob sich da vielleicht sowas bewegt. So, zum Tutorial. Jetzt kommen wir nämlich dazu. Wir wollen das Ding bewegen. Mit W und S kann ich steuern. Hier unten habe ich auch meine Steuern zeigen. Das Ganze kann ich auch mit der Maus machen. Und wenn ich jetzt mal auf W drücke, sehe ich, dass wir Gas geben. Da unten scheint nichts zu passieren. Aber wir sehen hier sofort eine Bugwelle hochspritzen, die jetzt auch noch, naja, ich sag mal, verbesserungswürdig aussieht. Spritzt irgendwie alles ins Boot rein. Aber wie gesagt, es handelt sich um eine Early Access. Kommen wir zum Missionssystem. Wir haben verschiedene Ringe. Wir haben grüne Wegpunkte, wo wir einfach durchfahren müssen. Wir haben orangene Wegpunkte, wo wir anhalten müssen und beziehungsweise wo wir anlegen müssen. Wir haben pinke Wegpunkte, wo wir nur anhalten müssen. Und wir haben rote Wegpunkte, wo wir ein Objekt loslassen müssen, was mit unserem Schiff verbunden ist. Da vorne sehen wir den ersten Wegpunkt. Da fahren wir einfach mal hin. Und währenddessen gucken wir uns mal so ein bisschen die Szenerie an. Ja, wir sind in irgendeinem, naja, relativ kleinen Hafen. Ist ganz schick gemacht. Schön ein paar Boote. Eine Kaimauer. Ab und zu hören wir mal was hupen. Im Hintergrund scheint irgendeine Stadt zu sein. Wo das Ganze ist, das ist mir jetzt hier zumindest noch nicht bekannt. Vielleicht kommt das ja noch. Es ist auf jeden Fall jetzt nichts. Also kein tolles Wahrzeichen zu erkennen. Also ich erkenne hier zumindest keins. Wenn ihr da anderer Meinung seid, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. So, dann sind wir auch gleich da. Yes. So, und dann sollen wir am orangenen Wegpunkt festmachen, um die Mission zu beenden. Dann biegen wir mal ein bisschen nach links ab, weil da hinten ist dieser Wegpunkt zu erkennen. Und ich kriege jetzt hier noch den Hinweis, wenn ich etwas schneller reisen möchte, kann ich den Timespeed nutzen. Geht bis zur fünffachen Geschwindigkeit. Ich bleibe jetzt hier einfach mal bei der einfachen. Wenn es euch zu lange dauert, könnt ihr ja gerne das Video einfach vorspulen. Aber für die, die das Ganze etwas genießen wollen, lasse ich es in der einfachen Geschwindigkeit. Unten im Interface haben wir noch eine Minimap, wo wir einiges sehen können. Wir können einen Kollisionsdetektor einschalten, der uns zeigt, wo ich bald mit irgendwas kollidiere. Die normale Minimap und meine Bootsinfo, das heißt, wie schnell bewege ich mich nach vorne, wie schnell bewege ich mich zur Seite. Und ich kann hier auch eine Karte aufrufen. Und hier haben wir den Service Harbor. Ja, scheint jetzt nicht so riesengroß zu sein. Und wie gesagt, es ist kein Name zu sehen, sodass ich hier wahrscheinlich mal rein fiktive Stadt handelt. So, und um unsere Mission zu beenden, sollen wir jetzt an diesem Steg da vorne festmachen. Wir können einmal an diesem Pollern festmachen, wir können einen Anker legen und wir können uns können irgendwas antauen, das heißt uns mit irgendwas verbinden und wir wollen jetzt hier an diesem Pollern dann festmachen. Geben wir noch ein bisschen Gas und jetzt hier nach links. Ah, das war schon zu weit. Da müssen wir nochmal nachjustieren, das heißt, wir legen hier einen Rückwärtsgang ein. Was hier schon auffällt, im Gegensatz zu anderen Schiffssimulatoren, zumindest dieses Boot reagiert sehr, sehr, sehr schnell.
eine Version von einem Schiffssimulator gespielt hat, der wird es kennen. Man gibt Gas und kommt erstmal Ewigkeiten nicht zum Stehen. Und landet dann meist mit dem Bug oder sonst irgendwas vor der Kaimauer. Ist jetzt hier nicht ganz so. Das Einzige, das Ruder reagiert etwas langsamer. Also da muss man wirklich auf die Nadel achten, die dort das Ruder anzeigt. Und dort etwas langsamer nachjustieren. Es ist kein Arcade-Game, wo ich hier irgendwie durchrase. Es ist ein Simulator, deswegen ist es okay. So, und ich finde, das sieht doch hier ganz gut aus. Kann ich mal hier meinen Kollisionsdetektor sehen und dann sehe ich, okay, ich werde hier gleich mit allem kollidieren. Wozu wir den brauchen, ist mir jetzt hier noch nicht ersichtlich. Vielleicht wird es später noch kommen. Mal schauen. So, dann wollen wir mal festmachen. Da ist hier wie bei anderen Schiffssimulatoren auch, drücke ich auf meinen Poller und dann sehe ich quasi, wo ich an meinem Schiff festmachen kann. Und dann sehe ich hier mit den grün gekennzeichneten, wo ich am Steg festmachen kann. Und dann nehme ich einfach den. So, Mission ist beendet. Ich habe das Tutorial beendet und habe dafür etwas Geld erhalten und werde dafür etwas Geld erhalten und werde dann gleich in das Harbor Office, also in das Hafenbüro gehen. So, mit X schließen wir das Fenster und hier sehe ich dann auch schon Mission completed und dann drücken wir hier auf Yes, das geht auch noch nicht, ich muss erstmal das Tutorial komplett beenden. So, Mission completed. Yes. Wir haben $400 erhalten. Kein Schaden, wir haben keinen Treibstoff verbraucht, warum auch immer. Genau, und haben noch 400 Punkte. Wozu wir die brauchen, werden wir auch noch sehen. Ach so, wahrscheinlich, ich habe einen Rang. Und wahrscheinlich, um diesen dann zu erhöhen. Okay. Ja, ich möchte in den örtlichen Hafen. So, hier bin ich ein bisschen erschrocken, als ich da das erste Mal drin war. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon ganz kurz angespielt. Habe das Tutorial durchgemacht und dann befinde ich mich hier in diesem Hafen. Dieser Hafen sieht aus wie eine kleine U-Bahn-Station, aber gleichzeitig doch wie ein Puff. Also hier laufen Frauen und sehr, sehr breitbeinig rum. Was hat die denn da vom Rücken? Oh. Zähne hat sie, ja. Naja. Also, das Ganze finde ich hier etwas schwierig. Hier ein kleines Büro. Der sitzt quasi, der ist einzementiert worden, wahrscheinlich von der Mafia. Mal schauen. So. Ja, also ich finde es schwierig. Hätte man auch anders lösen können. Vielleicht wird es auch noch besser, ich hoffe es, weil das finde ich schon etwas skurril. Vor allem, also ich sehe wenigstens Hände zu haben, aber ich bestehe anscheinend wirklich nur aus dem Kopf an den Händen hängen. Und spätestens wenn ich renne, wird es lustig. Da sehe ich quasi die Hände in die Luft fliegen. Naja. Kann man besser machen. Und ich hoffe, das wird auch noch besser gemacht. Hier gibt es ein Limo. Kann ich mir aber keine holen, passiert nichts. Schön immer die Warnhinweise. Gut, dann gehen wir mal hier in diese Büros. Fangen wir einfach mal hier an. Ja. Was auch immer. Also, hier ist ein Raum mit ganz, ganz vielen Stühlen. Und eine Frau steht vor der Tafel. Wo Grafiken zu sehen sind. Naja. Es scheint nicht so spannend zu sein. Sie sitzen ja alle relativ gelangweilt da. Mal gucken. Mal gucken, was hier später noch passieren soll. Gut. Und dann sind wir hier bei diesem älteren Herrn, der mit seiner Möwe auf dem Bild. Und sieht aus, als würde er den ganzen Tag nicht arbeiten. Also wenn er den ganzen Tag so rumsitzt, dann, naja, ich muss ja Geld verdienen.
Bei diesem jungen Herrn kann ich mein Boot reparieren. Das heißt, ich sehe hier das Potboot und es braucht Wartung. Und wenn ich dann hier reingehe, das stelle ich fest, habe ja doch Benzin ver oder ja, was auch immer, Treibstoff verbraucht. Und für einen Dollar kann ich das Ganze nachfüllen. Sehr schön. Alles gut. Reparatur war nicht notwendig, da ich nicht irgendwo mit kollidiert bin. So, bei den drei Schmetterlingen. Heiligenschein? Na. Ach, achso. Bei diesem Herrn, der eine sehr schwierige Haltung hat vor seinem Laptop. Der braucht wahrscheinlich bald mal eine Massage. Aber sind ja genug Mädels hier. Kann ich neue Boote kaufen? Wir haben aktuell das Portboot. Später gibt es noch das Sportboot, den Carrier. Hovercraft soll später noch implementiert werden, ist jetzt wohl noch nicht da. Und dann den Schlepper. Ob das alles ist, ich hoffe mal nicht. Oder die Missionen sind wirklich sehr, sehr spannend, weil das schwierig bei Simulatoren ist ja doch immer, die Leute bei Laune zu halten. Sehen. So. Und dann sind wir bei dieser jungen Dame, wo wir neue Missionen bekommen können. Und da werden wir auch gleich im nächsten Video einsteigen und hier diese Mission absolvieren. Deswegen sage ich jetzt hier noch nicht allzu viel zu. Und hier diese Tür, damit kann ich quasi zur freien Fahrt rausgehen. Ich kann mit meinem Boot dann noch ein bisschen rumtuckern, wenn ich das möchte, den Hafen erkunden oder sonst irgendwas. Okay. Das war es auch schon von meinem ersten oder in meinem ersten Video von World Ship Simulator, das Tutorial. Ich werde jetzt nach und nach die Karriere fortführen und einige Missionen machen und würde mich freuen, wenn ihr mich dabei begleitet. Lasst mir gerne ein paar Kommentare da, stellt mir irgendwelche Fragen oder sagt mir, wenn ich dann hier später Möglichkeiten habe, irgendwas zu tun, was ich denn tun soll. Gebt mir Hinweise, gebt mir Tipps, gebt mir Kritiken, falls euch irgendwas gefällt oder nicht gefällt. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Alles klar. Wir sehen uns in den kommenden Videos und ich wünsche euch noch alles Gute. Tschüss.